Bora de muco, chuco, chetins, que go. Aqui é com e que go. Hallo, ich bin Jasmin von stempeldochmal.de und ich habe heute so eine Box hier für euch. Und zwar passen da diesmal Kekse rein. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, hier diese Cookies von Balsen. Die nehme ich immer ganz gerne her zum Verschenken, weil die halt einzeln eingepackt sind. Und ich habe mir jetzt einfach mal so ein Dreierhäufchen ausgemessen. Also das müsste jetzt... ich messe mal kurz die Box, 12 mal 8,5 und die Höhe habe ich, glaube ich, 4,5 genommen. Und wie ich die jetzt verpacke, zeige ich euch jetzt. Ihr müsst einfach erstmal anfangen mit dem Grund und da habe ich weiß genommen. Das müsst ihr euch zurechtschneiden auf 21, also 21 ist ja so ein A4-Blatt schon. Mal 17,5, das ist hier drüben, und da wir die Höhe von 4,5 haben, müssen wir es jetzt auch einmal komplett an allen vier Seiten bei 4,5 falzen. Hier dieses Stück, und wie das jetzt weitergeht, das habe ich schon mal vorbereitet. Das habe ich ja eigentlich auch schon öfters gezeigt. Also ihr müsst hier diese beiden Schnitte machen und das gleiche an der gegenüberliegenden Seite. Und da mir diese Laschen immer so ein bisschen lang sind, habe ich die hier nochmal gekürzt und auch so ein bisschen eingeschnitten. Dann habt ihr einen Teil, was so aussieht. Und dann mache ich weiter mit dem Designerpapier. Da habe ich diesen tollen neuen Block genommen. Meine Party heißt der, und das ist mal nicht so ein kleiner Block, wie man das normalerweise kennt von Stampin' Up, sondern hier so ein Riesenblock, so ein 30,5 mal 30,5 Block. Da sind schöne poppige Farben drin und Thema Geburtstag, Luftschlangen, Luftballons und lauter solche Sachen. Ich habe mich jetzt hier für dieses Knallige entschieden, für diese Sterne. So, und da ist jetzt ein bisschen blöd, zumindest mit dem Schneider hier von Stampin' Up. Der geht ja, also ich muss jetzt 16,2 abschneiden. 16 ist genau hier an dem Rand von dem Grauen. Und ich bin jetzt einfach so ein Stückchen weitergegangen, wo ich gedacht habe, da ist jetzt 16,2. Das ist halt leider nicht mehr drauf. Und das nächste Maß ist 12,7. Und da ich den Rand so ein bisschen kleiner gemacht habe, der ist jetzt 2 cm hoch, müssen wir jetzt auch wieder bei 2 cm falzen. Das mache ich dann hier rechts, weil das ein bisschen handlicher ist. Designerpapier immer vorsichtig falzen, damit es euch nicht bricht. So, das habe ich jetzt noch mit vorbereitet, dann kann ich euch hier dran zeigen, wie das geschnitten wird. Also das ist das gleiche Prinzip. Fingernagel ist voll dreckig, alles voller Tinte. Einfach hier einschneiden und dann so ein bisschen anschrägen. Und hier lasse ich jetzt die Länge von der Lasche, weil man dann da einfach besser Kleber auftragen kann. So, ganze Geschnibbel weg und jetzt falzen. Das mache ich wieder nur mit den Fingern, weil das völlig reicht.
So, und was ihr da für Kleber drauf macht, ist eigentlich wurscht. Ich nehme jetzt zur Schnelligkeit hier den Fast Fuse. Wenn ihr den nimmt und habt so kleine Laschen, dann müsst ihr die natürlich ein bisschen festhalten, dass die euch nicht abreißen. Aber wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, dann würde ich vielleicht den Tombow oder so nehmen. Ja, und dann werden einfach hier bündig die Seiten angeklebt. Und dann haben wir schon mal den Deckel. Dann müssen wir jetzt das gleiche noch bei dem Teil machen. Da können wir jetzt ruhig den Falzer nehmen. Hier habe ich auch den extra starken Farbkarton genommen. Ich weiß gar nicht, ob ich es eben gesagt habe, weil der einfach stabiler ist wie der normale flüsterweise Farbkarton. Den nehme ich immer gerne für Verpackungen. Wenn euch mal Kleber auf die Arbeitsfläche kommt, ihr habt gesehen, das kann man richtig gut so abrubbeln. So, und auch hier einfach bündig die Laschen hochkleben. Jetzt bin ich gleich gespannt, ob es passt. Das ist immer so eine Sache im Video, ne? Aber auf jeden Fall sollten da jetzt 3 Kekse reinpassen. Juhu, das passt schon mal. Und yes, der Deckel passt auch, finde ich sehr gut. Ja, er liegt auch recht locker auf. Also ich habe es lieber, dass er nicht so presseng ist, dass man ihn ohne weiteres drauf bekommt. Und ich habe hier einfach bei der Box, dann zeige ich euch gleich noch so eine Kordel drum gemacht, damit das dann auch auf jeden Fall hält. Jetzt zum Stempeln. Hier habe ich ein Stück Farbkarton, der ist 6x9 cm. Den habe ich mir so ausgemessen, dass genau dieser Spruch hier drauf passt aus dem Set Blumen für dich. Das gibt es im Moment in der Celebration. Wenn ihr für 60 Euro bestellt, bekommt ihr das gratis. Wenn ihr da irgendwie mehr dazu wissen wollt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich erkläre euch das nochmal. Ich habe jetzt Wassermelone genommen, weil die gleiche Farbe ist wie das Designerpapier. Und jetzt wünscht mir Glück, dass es beim ersten Mal funktioniert. Nur für dich, man sollte ihn dann natürlich auch richtig rum. Ich lege das mir mal hier unten hin, dass ich das besser sehe. Tada! So, schnell weg mit dem großen Stempel, sonst habe ich wieder die Finger drin. Also das geht bei mir immer sehr schnell. Ich lasse das jetzt mal trocknen und zeige euch schon mal die Blümchen, die ich ausgestanzt habe. Und zwar sind die bei diesem Herz mit dabei. Ich weiß jetzt nicht, ja, ich habe es hier. Kann ich es euch gerade mal zeigen. Die fand ich nämlich süß. Hier ist dieses Herz und hier unten sind diese beiden Blümchen, die eigentlich passgenau hier für dieses Herz sind, aber die kann man natürlich auch anderweitig verwenden. Und die Blümchen, sieht man es, die haben da Löcher und die kann man, na komm her, die kann man sich so ein bisschen vorher, da hängt noch ein Kludertpopel dran, die kann man sich dann so ein bisschen rauspieken. Und dann hat man da Löcher in dieser Blume. So, die beiden Blüten habe ich verwendet und ich wollte eigentlich erst von diesen neuen Framelits diese Blätter hier verwenden, aber die waren mir dann doch so ein bisschen groß für die Seite. Deswegen habe ich einfach mal wieder die Vogelstanze rausgekramt. Die ist schon richtig staubig hier, weil ich die so selten benutze. Aber eigentlich ist es blöd und schade. Deswegen machen wir damit jetzt, wenn ich denn grünes Papier finde, da dieses Blatt.
Ich denke, zu Ostern werde ich sie wieder öfters benutzen, aber ja, man hat immer so seine Stanzenlieblinge, wobei ich die auch total süß finde. So, das ist jetzt schon relativ trocken. Das klebe ich einfach flach auf die Box auf. In der Hoffnung, dass ich jetzt ungefähr die Mitte treffe, ja. So, und dann gibt es eine Kordel im neuen Frühlingskatalog. In die habe ich mich ja so ein bisschen verliebt. Da ist auch noch eine in dem Ton dabei. Aber weil das hier so schön passt, nehmen wir jetzt die und die wickele ich hier zweimal drum oder dreimal, wie ihr wollt. Und dann hat man zusätzlich noch so ein bisschen Halt, dass einem einfach der Deckel nicht abgeht. Und damit man auch die Schrift noch lesen kann, mache ich das jetzt nicht in die Mitte, sondern hier unten hin. Und ich finde, sie eignet sich wunderbar zum Schleifenbinden. Wie ihr wisst, kann ich das nicht so gut, aber damit läuft's. So, und jetzt der Zweig muss ein bisschen gekürzt werden, damit der da unten nicht rausguckt. Und ich wurschtel mir jetzt hier so ein Gludot zusammen, dass ich hier so eine Wurst habe. Und dann klebe ich da einfach das Ganze hinter ein, so ein Blatt. Mehr Halt braucht das eigentlich nicht. Und auf die Blumen mache ich auch noch zwei Würste. Auf die kleine reicht wahrscheinlich auch eine. Und dann klebe ich mir die noch hier so an den Rand. Und dann haben wir hier so, ich glaube, sie heißen Lackpünktchen. Steht jetzt hier gerade nicht. Auf jeden Fall ist das auch die gleiche Farbe hier, Wassermelone. Und da mache ich jetzt noch zwei von diesen Pünktchen mit dazu. Ich habe jetzt leider kein kleines mehr in Aquamarin. Ach, Gelb passt auch. Es ist ja zum Geburtstag, da kann es auch schön bunt sein, finde ich. So, und dann jetzt noch einen von der Farbe hier oben hin. Und dann hat man eine schnelle, süße Deko fertig für so eine Box. Ja, und das im Prinzip war es das schon. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch wie immer gerne bei mir melden. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Shut your mouth, go.